Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig leckeres One Pot Mac and Cheese Rezept. Mac and Cheese ist ja so typisch amerikanisch. Und falls der ein oder andere denkt, dass es so ein bisschen wie unsere Käsespätzle ist, nein, schmeckt schon, finde ich, ganz, ganz anders. Und auf jeden Fall sollte man Käseliebhaber sein, wenn man das nachmacht. Das sind wir und deswegen, also ich finde dieses Rezept absolut fantastisch. Es ist super lecker, super cremig und super käsig. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, denn unser One-Pot-Gericht geht wirklich super schnell. Und das ist, finde ich, auch das Geheime daran, weshalb es auch noch so extrem gut schmeckt, weil wir alles in einem Topf machen und keine Aromen verloren gehen. Für unsere leckeren Mac and Cheese benötigen wir natürlich ganz leckere Nudeln. Hier habe ich mich hier für die von Barilla entschieden, 500 Gramm insgesamt. Man kann aber auch diese kleinen Gabelspaghettis nehmen, die passen da auch sehr gut. Dann benötigen wir 250 Gramm geriebenen Käse. Da habe ich einen halben Cheddar und einen halben Gouda verwendet. 3 Esslöffel Butter, dann benötigen wir noch 250 Gramm Sahne. Da habe ich jetzt Sahne zum Kochen verwendet, die ist eine fettreduzierte Variante und hat nur 15% Fett. 1 Liter Milch, ich benutze immer 1,5% fettige. Dann benötigen wir noch ein bisschen Pfeffer, 1,5 Teelöffel Salz, Muskatnuss und hier habe ich 4 Esslöffel Schnittlauch. Der war eingefroren. Wenn ihr frischen da habt, könnt ihr natürlich frischen nehmen oder halt so wie ich einfach aus dem Gefrier rausholen. Und als erstes nehmen wir jetzt unseren Topf, geben da die Milch rein, die Nudeln und die Butter und die Sahne und dann erhitzen wir das Ganze erst einmal. Mein Herd ist ja jetzt kein Induktionsherd, sondern ein normales Ceranfeld, was Ewigkeiten dauert. Da muss ich wirklich erst auf Stufe 10 stellen, damit es heiß wird und das dauert auch schon 5 bis 10 Minuten. Wer ein Induktionsfeld hat, da würde ich die Hitze bloß nicht zu hoch machen, weil da wird es ja wirklich sofort heiß. Da würde ich es, glaube ich, auf Stufe 8 und wenn ihr dann das Gefühl habt, oh, es fängt an, sich Dampf zu entwickeln, dann auch sofort runtergehen. Ich lasse das Ganze am Ende nämlich auf Stufe 6 köcheln. Damit das Ganze jetzt hier nicht im Desaster endet, wirklich nur auf Stufe 6 köcheln lassen. Und ich mache das so, dass ich ungefähr alle 3 Minuten hier mit dem Löffel einmal kurz einmal umrühre und wirklich den ganzen Boden entlang, damit da bloß nichts haften bleibt. Und dann lassen wir die Nudeln insgesamt für 10 Minuten köcheln. Wenn die Nudeln jetzt gar sind, dann nehmen wir sie auf jeden Fall von der Kochstelle runter. Und jetzt rühren wir eigentlich nur noch die restlichen Zutaten ein, also nur noch den Käse und den Schnittlauch. Für mich gehört der Schnittlauch auf jeden Fall dazu. Ihr könnt natürlich auch die Kräuter auswählen, die euch am liebsten schmecken. Und dann würzen wir das Ganze mit Pfeffer und Muskatnuss ab. Und das Salz habe ich im Übrigen vorher schon zum Kochen der Milch hinzugegeben. Das habe ich leider vergessen zu sagen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Rezept sagt. Also, mir schmeckt das wirklich absolut fantastisch. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein absoluter Käseliebhaber im Moment, sowieso gerade voll auf dem Käsetrip. Da hatte ich auch richtig, richtig Lust drauf. Und gerade bei diesen kalten Tagen wärmt es einen von innen nochmal richtig auf. Insgesamt ist das Rezept super easy. Die Zutaten habe ich eigentlich immer zu Hause. Und die in der Zeit, also es geht wirklich super fix. Also eigentlich so fast nur so die Garzeit sind 10 Minuten, ich würde sagen 15 Minuten, der Rest geht hier alles nebenbei. Super lecker, super deftig. Und deswegen serviere ich das auf jeden Fall immer mit einem leckeren, frischen Salat. Das peppt das Ganze gut auf. Was ich mir aber auch
sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, ist, wenn man leckeren Babyspinat hat und den einfach auch zum Schluss mit dem Käse mit reingibt. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das das Rezept nochmal so ein bisschen auflockert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr probiert es aus. Schreibt mir, wie gesagt, gerne, ob es euch geschmeckt hat. Das Rezept verlinke ich euch wie immer auf meinem Blog unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn wieder Crystal Time ist. Bis dann. Tschüss.